Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist sie auch endlich bei mir eingetroffen und zwar ist das die Sonderedition Glossybox zusammen mit Benefit. Oder auch Benefit? Was sagst du? Benefit oder Benefit? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, zum einen habe ich ja die Glossybox ganz normal im regulären Abo und kann dir hier auch mal einen Gutscheincode von mir einblenden, wo ich dann ja auch jeden Monat die Glossybox, ich kaufe mir die jeden Monat, ich habe ein Jahresabo, genau. Und da kannst du die auch ein bisschen günstiger bekommen und kannst dann auch bei solchen Sonderaktionen wie bei der Benefitbox ein bisschen sparen, denn die war für Nicht-Abonnenten, ich glaube, für 45 Euro erhältlich und für Abonnenten für 35. Es hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist sogar immer noch verfügbar, ne? Also die hat es richtig lange gegeben. Deswegen weiß ich gar nicht warum, weil Benefit ist eigentlich eine total gute Marke. Ich habe hier oben auch den Adventskalender ausgepackt von Benefit. Es sind wirklich kleine Produkte, aber es ist halt auch echt ein super, super, super teures Dingenskirchen. Und zwar eine teure Marke. Ne? Ich liebe den 24 Hours Brow Setter. Ich mag auch viele, viele andere Produkte von Benefit richtig, richtig gerne. Die Augenbrauenprodukte sind einfach sowieso das Allerbeste, finde ich. Und sie sind auch bekannt für den Hoola Bronzer. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Wahrscheinlich sind es halt einfach die Produkte, die ich auch schon da habe. Aber dann wird es wahrscheinlich für mich ein Backup sein. Oder ich werde sie dann für Adventskalender nehmen können, weil ich finde 35 Euro hierfür und die hat, glaube ich, einen Wert von über 100 Euro. Vollkommen legitim, weil ich ja auch Adventskalender selber bastel, verschenke, wie auch immer. Und deswegen denke ich schon, dass die sich lohnen wird, ohne dass ich reingeguckt habe, weil die Produkte von Benefit mag ich sehr gerne. Und weil ich das wusste und gerne einem von euch auch eine Freude machen möchte, habe ich tatsächlich auch zwei bestellt. Moment. Ich habe sie hier unten super vorbereitet auf dem Boden stehen. Die ist noch eingepackt und die kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Box selber rein. Benefit hat auch schon mal eine Kooperation mit Glossybox gehabt. Das war letztes Jahr, wo wir dieses ultra krasse Fiasko hatten, wo das auch Ewigkeiten gedauert hat, bis die Box ankam mit der Barbour-Box und der Benefit-Box und dem Adventskalender und schlag mich tot. Übrigens, den Glossybox Adventskalender habe ich mittlerweile bekommen. Der wird auch die Tage mal ausgepackt. Und jetzt kam sie relativ schnell, ne? Das war sehr zuverlässig, fand ich gut. Ich finde den Karton hier ziemlich cool, der schließt hier magnetisch. Und dann kann man das hier so runterklappen. Es sieht schon schön aus, ne? Wie so ein Briefumschlag kann man auch richtig gut verwenden für Weihnachtsgeschenke. Und hier steht drauf, hi Gorgeous. Hallo Süße. Ich mache mal hier das Seidenschleifchen auf, das ist relativ unspektakulär. Und hier haben wir das Heftchen drin, wo drin steht wahrscheinlich 20% auf alle Produkte. Oh, das finde ich ja cool. Also, ne, mega geil. Da kannst du auch auf der Benefit Homepage sparen. Ich habe auch schon mal bei einem Ultra Sale zugeschlagen. Manchmal haben die ja so krasse Aktionen. Achso, hier sind die ganzen Produkte drin. Hey, okay. Und die Preise halt auch, ne? Okay, wir haben das doch im klassischen Design, dass wir hier einen Klebi haben. Und den Klebi von Glossybox mag ich übrigens gerne leiden. Sieht schön aus. Der das Seidenpapier hier verschließt. Das öffne ich jetzt vorsichtig einmal. Hey, ich habe es zerrissen. Mist. Ich habe immer gerne, dass ich es nicht zerreiße. Aber gut, dann haben wir rosa Krüppelpapier und den ersten Blick in die Box. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. So, wir starten hier mit einem Produkt. Und zwar ist das der Hoola Bronzer. Das ist dieser hier. Der ist in Mini-Format. Den habe ich auch in einer Palette schon drin, glaube ich. Und den finde ich toll. Also der ist recht dunkel für meinen Hautton tatsächlich. Und hier haben wir ein ganz kleines Produkt drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm haben wir hier drin. 2, 4 Gramm. Okay. Ja gut, so schaut der aus. Der ist halt echt ein Klassiker, ne? Den kennt man ja. Ich finde den wunderbar. Hat sich voll gereimt. Und den kann man super verwenden für die Kontur, ne? Also wenn man halt so ein Blassnäschen ist wie ich. Und dann gibt es noch den Hoola Light, den nehme ich dann als Bronzer an sich sehr, sehr gerne. Du hast ja auch noch so ein Blendevieh mit dabei. Den kannst du tatsächlich auch sehr, sehr gut verwenden, wenn du den als Kontur nur verwendest. Ne? Deswegen. Aber das hier wird einer sein, der in einen Adventskalender reinkommt, weil wie gesagt, ich habe den ja schon da. Ich könnte den theoretisch jetzt auch mal holen und swatchen, oder? Das macht doch wohl Sinn. Und hier habe ich meine ganzen Face-Paletten. Genau, das ist die Cheek Stars Reunion Tour. Und hier haben wir auch den Hoola Bronzer unten drin. Die habe ich halt auch so günstig geschossen. Komm, weil ich kann ja jetzt auch die Produkte swatchen, auch wenn es nicht genau die Produkte sind, die ihr jetzt hier seht. Aber es ist ja das gleiche Produkt. Nicht dasselbe, aber das gleiche. Und das ist ein schöner Bronzer. Der lässt sich schön ausblenden. Der ist auch nicht ganz matt, finde ich. Ich finde, der hat immer noch so einen leichten Schein mit dabei. Ist sehr, sehr
mag ich einfach. Ist sehr, sehr mag ich einfach. Gute Beschreibung, Claudi. Das muss man mir ja lassen. Dann sehe ich hier als nächstes ein Produkt drin, was ich richtig gut finde. Das habe ich auch schon milliardenfach nahezu im Backup, weil ich es immer verwende. 24 Hours Brow Setter von Benefit. Und hier sind 2 Milliliter drin. Das ist die Mini-Größe von der Mini-Größe quasi. Aber der ist richtig, richtig gut. Also ich habe meinen auch hier in meinem Schminktisch quasi. Also wenn ich wirklich alle Produkte aus dieser Box, die ich euch hier jetzt zeige, schon habe, dann werde ich tatsächlich sogar auch diese Box verlosen. Ich glaube, dann gibt es sogar 2 Gewinner in diesem Video. Also hier ist mein Benefit Brow Setter, 24 Hours Brow Setter. Und die haben wir halt immer wieder in der Glossy Box auch mit drin. Das ist ein Produkt, was dir nicht nur deine Augenbrauen formt, sondern sie dir tackert die fest. Ne? Und damit gehe ich dann einfach ganz normal so durch meine Härchen durch und fixiere sie damit. Also das ist so heftig, was der macht. Der hat 2 verschiedene Seiten. Einmal ein bisschen kürzer, einmal ein bisschen länger. Aber ich habe jetzt eigentlich schon Augenbrauengel drin. Aber das ist bei weitem nicht so krass wie der 24 Hours Brow Setter. Und der hält dir den ganzen Tag. Der hält dir sogar meine Adventskalender-Unboxings aus, wenn ich so meine Weihnachtsmütze aufhabe. Mega. So, als nächstes haben wir hier etwas drin. Das ist High Beam. 6 Milliliter sind hier drin. Set in the Pink Complexion Highlighter. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den tatsächlich auch schon habe. Ich hatte den schon mal da. Oh, der ist aber, glaube ich, sogar größer als der, den ich mal hatte. Den kann man halt super über eine Foundation drüber machen, an die zu highlightenden Stellen. Und der ist sehr, sehr gefällig. Also ich hatte erst ein bisschen Respekt davor, weil ich dachte, ach komm, jetzt auch noch ein Flüssighighlighter. Aber mittlerweile bin ich auch ein Fan von diesen Creme-Produkten geworden. Ne? Richtig schön. Tada, da habe ich ihn. Und der hat halt wirklich vorne so ein Pinselchen dran. Und den kann man sich, ich gebe das jetzt auch mal hier auf meine Hand, richtig schön einarbeiten. Also der ist recht kühl, eben dadurch, dass er halt rosa ist. Ne? Also da hat man, ne, das ist halt ein bisschen kühler. So schaut er halt unverblendet aus. Das ist recht unspektakulär. Und wenn man ihn dann verblendet, was man recht schnell tun sollte, weil ansonsten antrocknet, ist es halt ein richtig schöner, nasser Glow. Ne? Aber jetzt auch nicht zu intensiv. Und Benefit ist jetzt auch nicht unbedingt die Marke, die richtig knallt, sondern die sind ein bisschen zurückhaltender. Deswegen passt das auch sehr gut. So, als nächstes habe ich hier auch einen Primer, den ich ebenfalls schon habe. Das ist der Hydrate Primer, The Professional, mit 7,5 Millilitern. Und der soll hydratisierend sein. Es gibt ja auch den, das ist die neue Version von dem The Professional. Es gibt den originalen und es gibt auch noch den Illuminate, glaube ich. Ist der wirklich so super hydratisierend? Ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich finde ihn okay, ne? Muss ich wirklich sagen. Sonst wäre er auch nicht weiterhin in meiner Sammlung hier oben hinter mir drin. Aber er haut mich jetzt nicht so vom Hocker, wie jetzt andere hydratisierende Primers machen. Aber ist gut. So, dann habe ich hier noch mit drin. Wow, schön. Einmal die They Are Real Mascara mit 8,5 Gramm. Das ist diese hier. In der Full Size, Leute. Das ist krass. Und das ist jetzt das Produkt, weswegen ich die Box auch behalten werde, weil die habe ich so nicht da. Das ist diese hier. Die hatte ich schon mal in klein und die hat mir meines Wissens nach auch sehr gut gefallen. Die sieht ein bisschen martialisch aus, weil die halt vorne nochmal so Stacheln auch mit dran hat. Aber die macht halt wirklich viel Schönes, ne? Weil die ist so schön lang und sieht schon hübsch aus, muss ich sagen. Der Duft ist sehr dezent, sehr zurückhaltend, mag ich auch gerne. Und ja, damit kann man sich halt echt toll die Wimpern tuschen. Ich habe jetzt natürlich eben mich kurz auch geschminkt mit einer Smashbox-Palette. Aber die mache ich jetzt mal noch so ein bisschen on top. Die macht dir echt schöne Wimpern, die macht Volumen, Definition. Und diese Spitzen, Zacken, die unten drunter sind, die kann man halt auch super verwenden für den unteren Wimpernkranz. Muss man nämlich nicht groß mit der Mascara-Bürste da rumtuschen oder so machen, sondern kann hier so einfach das tuschen. Und das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Ne? Das mag ich gerne. Doch, das ist eine schöne Geschichte und da freue ich mich auch drüber, dass sie drin ist. Sorry, dann gibt es nur eine. Nur eine. Leute, ne? Das ist eine Verlosung in Höhe von 100 Euro. Okay.
Und hier haben wir noch ein Produkt und das ist der Roller Liner. Das ist ein Eyeliner von Benefit. Auch den habe ich schon mal ausgetestet. 0,5 Milliliter sind hier enthalten. Also man kann sich schon einen schönen Look mit dieser Box schminken, muss ich sagen. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist jetzt natürlich in Travel Size. Ich habe den in Full Size tatsächlich auch schon da. Aber er schaut nicht wirklich anders aus. Und das ist einfach ein Filz-Eyeliner. Den brauche ich jetzt auch nicht groß zeigen. Ne? Der malt sehr, sehr schön. Und ja... Ich habe den, glaube ich, in der Benefit-Box vom letzten Jahr in Full-Size drin gehabt. Muss ich auch mal verwenden, weil es sind immer so die Produkte, die so sackenteuer sind, die man sich Ewigkeiten aufbewahrt und die einfach nicht verwendet, weil die so teuer sind. Ne? Aber Leute, es sind richtig schöne Produkte in der Box. Und ich finde es richtig geil, dass wir hier die Full-Size von der They Are Real drin haben, weil die echt gut ist. Ich finde auch einfach, das sind Klassiker-Produkte. Ne? Du hast was für die Augenbrauen, du hast was für die fürs Face, du hast was für die Base, du hast was für die Augen. Richtig, richtig schön. Das Einzige, was hier theoretisch noch fehlen würde, wäre was für die Lippen. Haben die so viel für die Lippen? Ich glaube gar nicht, ne? Also für mich auf jeden Fall eine gelungene Box und ja, falls es die noch geben sollte, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Wie gesagt, wenn ihr Abonnent seid von der Glossy Box, bekommt ihr das Ganze 10 Euro günstiger. Das heißt, da habt ihr schon mal gespart und auch mit dem Code, den ich euch eingeblendet habe, in der Infobox reingeschrieben habe, spart ihr ja auch nochmal auf das Abo. Und ja, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!